Guter Einwand. Eine sehr gute Idee. Jetzt ist es auch noch Ramondisch geworden. Ramondisch? Ramondisch. Eigentlich können wir ja das die mit den Rüstung einziehen, wo wir gerade eben an hatten, oder? Ja. Haben es gleich geschafft. Die Eistüte ist gleich schwanger. So, Eistüte ist schwanger. So, ich mach meinen. Ja, Eistüte ist schon aus. Alter, 40 Minuten, bis das Baby kommt. Was? Als ob. Hä? Aber wir haben das doch eigentlich hochgedreht, das knallt. Ja. Hier steht 40 Minuten. Das ist hart. Ja. Ach, stimmt, ja. Wollen wir Äffchenbabys machen? Nee. Ich hab bunte Äffchen. Kupferschwinge, April. Hä? Stimmt. Ja, Kupferschwinge, nimmt die. Die war 150. Ihr könnt die leveln, wie ihr wollt. Die ist schon gelevelt. Und ich. Ach so. Und ich nehme dann Heli mit. Was wollt ihr denn machen? Ach, die habt ihr jetzt gelevelt? Ja. April, wir gehen Otter suchen. Ich hab. Komm mal mit. Wir schnell weg hier. Baby Otter! Die Männer auf der Flucht! Wo sind Hast die Otter? Hast du nicht gesehen? Die sind oben bei den Trophäen! Wo sind die Otter? Gebt mir eine Rakete, die ich dem Vogel in den Arsch schieben kann, damit es schneller geht! Wo sind die Otter? Ja. Oh mein Gott! André, bist auf unterwegs! Oh Gott, sind die süß! Du kannst die Otter alle haben, außer Schatzi. Schatzi gehört mir. Oh mein Gott! Nee, mein zweiter, mein erster ist gestorben. Aber die sind voll low level, April, wir brauchen mehr Otter. Ich weiß, warte, wir gucken kurz nach. Wir haben ja dieses geile Dingenskirchen. Hier, diesen Lootstrahl. Nee, dieses Dingenskirchen hier. Ihr wisst, gewöhnt euch nicht dran, auf dem neuen Server wird er definitiv nicht gebaut. Ich weiß, aber solange wie wir den haben. Sieht denn schön aus. Ja, was macht das Ding denn? Komm mal mit, du musst mal gucken. Du kannst da sagen, ich will das und das und dann zeigt er dir welches Level an und vor allem welche Koordinaten. Ernsthaft? Ja. What the fuck? Wo gibt's ja so? Ich folge an drei von mal. Wo kann ich das nachgucken? Otter, 105er haben wir maximal. Hat jemand einen Konverter mit? Ich habe einen Konverter in der Tasche. Wo kann ich das denn nachgucken? Ganz lange E drücken. Ja, Scan for Dinos. Und dann Dino-Type, Otter. Otter. 105, ja. Otter, 105. Na gut, ich muss kurz noch irgendwo landen, ich hab keine Ausdauer mehr. Aber für den Otter hätten wir jetzt den Ichionis gebraucht. Nö, gar nicht. Wieso der Ichion? Ja, aber mit dem, den kannst du mitnehmen, sagst ihm, er soll dir Fisch bringen. Dann holt er dir einen großen Fisch. Also sagst ihm, welchen Fisch er holen soll, dann gibt er dir den und dann kannst du den dem Otter geben. Okay, wo ist das Problem? Dann nimm doch einen Ichionis mit, komm doch welche. Ja, ich hab einen. Weil du kannst den ja dann einfach mit Detect this Target sagen, hol mir den Fisch, dann holt der dir den und dann kannst du den Otter damit direkt füttern. Dann musst du keinen Fisch selbst töten. Gibt's da was Interessantes? Vielleicht. Aber es ist so hoch eingestellt, dass es eigentlich egal ist. Du kannst auch mit einem Drachen einfach die halbe Fisch dort abgrillen. Und wir brauchen mehr Otter. Nein, brauchen wir nicht. Doch, wir brauchen mehr Otter. Ich nehme meinen Itchy. Brauchen wir nicht. Hast du die Koordinaten? Nö. Du musst einfach nur gucken. Warte, ich schreib sie mir auf. Ich glaube, irgendwas mit 70-40. Aber ich habe auch kein GPS dabei. Ich auch. Ich gucke mal auf der Karte und dann ungefähr. Die sind immer in der Nähe vom Wasser. Ja, ich hol meinen Drachen gerade. Ja, ich hab meinen schon. Oh, zufällig habe ich das GPS auf dem Server deaktiviert. Oh, das tut mir aber leid. Wir brauchen immer noch mehr Otter. Nein, brauchen wir nicht. Mehr Otter für die Welt. Otter. Mehr Niedlichkeit. Ja.
mehr Leichen für die Welt. Und dann setze ich dem Otter einfach einen Zylinder auf und dann ist er putzig as fuck. April, hast du dem Otter schon mal einen Zylinder aufgesetzt? Nein, mach mir dann. Nein, komm mal ins Haus, ich setze dem Otter einen Zylinder auf. Habt und dann ihr müsst ihr euch alle Pinguine. Die Ohren zuhalten. Okay. Ja, wo, kann ja, man Pinguinen nicht auch einen Zylinder aufsetzen? Wenn ich sage Zollspace, weiß André, wo ich bin. Und ich bin gerade beim André. Kannst du den diesen geilen Chicken-Hut aufsetzen? Hühnerhut? Andrea hat auch Pinguine gefunden. Weiß ich nicht. Aber wir setzen dem jetzt erstmal. Erstmal zeige ich dir, wie er aussieht, wenn ich ihm meine Bunny-Ohren aufsetze. Warte mal, da mache ich gleich mal hier Zeichen weg. Vor allem haben die so eine kleine. Und ich habe gerade mal gesehen, wo Sunny ist. Und jetzt. Warte, okay, jetzt müsst ihr euch die Ohren zuhalten, jetzt könnt's laut werden, okay? Hat irgendwann noch was gehört? Ich hab Cookie gemutet. Nicht wegen Cookie! Wie bist du denn? Sunny, wo tickerst du gerade rum? Ich hab hier Pinguine. Ich bin in der Tossbase, ich weiß nicht, wo ihr seid. Du hast ein Stückchen weiter. Warte. Ich dachte, du hast es schon ausprobiert. Und dann oben auf der Kante, nicht also nicht direkt am Wasser. Ja, ich hab nicht alle Hüte. Etwas links? So, dann auf geht's. Wir holen einen Otter. Ja, okay. Genau. Ich bin erstmal raus. Bis moin. Jo, ciao. Ach, warte mal. Noch ein Stück links. Ich seh's schon. Meinetwegen. Ich dachte eigentlich, du willst ihn dir gleich auf die Schulter setzen. Ja, wo ich bin, da ist man der Erste. Dann lass ich den mit hier auch nicht. Hier ist Sunny, hier ist er hin. Vor mir ist noch einer. Ah, Moment, ich hab erstmal die da. So, wohin? Der fliegt zu dir zurück. Setz dich hin, du Kackding. Er setzt dich gleich irgendwo hin. Okay, auf geht's. Warte. Map. Wir müssen 73. So, hinter mir hier an dem Stein. An dem kleinen Stein. Also, jetzt, ich laufe jetzt gerade auf zu. Da so. Eigentlich müssen wir einfach nur Richtung Süden fliegen. Zum Labyrinth! Okay, jetzt muss ich auch mal kurz konvertieren, weil ich bin schon voll. Was schon? Also erstmal Richtung. Ja. Ja, einfach Richtung. Da kann ich so viel tragen. Du vergiss nicht, wir haben hochgedrehte Raten. Ach, stimmt. Also du kannst es fertig dann bei mir reinwerfen. Oder warte, ist links 70? Ja, ne? Der Heli kann genug tragen. Also links 70, unten 40. Boah, ich sehe gar nichts, es ist viel zu neblig. Was? Ist es neblig bei dir? Ja. Bei mir nicht. Dunkel, also, ja. Wolken. Wolken. Dann geh halt tiefer. Ja, reicht, wenn ich die Map sehe. Ich muss ja einfach nur geradeaus fliegen. Okay, ich muss mal kurz hier jemanden sperren. Warum? Ja, sucht jemand Werbung für seinen Kanal. Sowas mag ich ja gar nicht. Bei was? Wir müssen zwischen den beiden Lilanen in meinem Chat durchfliegen. Sowas mag ich gar nicht, wenn man hier kommt und komm doch bei mir. Oder? Ja, ist die richtige Richtung. So. Ich bin ja ein netter Mensch, aber sowas brauche ich nicht, solche Spammer. Nee, es ist auch einfach nur nervig, sowas. Ich bin ja schon mittlerweile froh, dass ich in letzter Zeit keine Kommentare mehr vom YouTube kriege, wo wahrscheinlich Spam dran steht, weil wieder irgendjemand seinen eigenen Channel beweihräuchert. Irgendwie ist da in letzter Zeit sehr ruhig bei mir geworden. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich kategorisch alles melde. Oder sowas. Wo seid ihr jetzt hingegangen? Immer der Küste nach. Einfach ein Stückchen weiter geflogen. Ich muss okay, weil ich war ja gerade im Hintergrund kurz. Warum killt ihr denn jetzt eigentlich Pinguine? Weil wir ja einiges an Polymer verballert haben. Einmal gerade unter Waffen wieder. Und unser Polymer-Schrank nicht mehr so voll war. Ich bin jetzt. Noch? Da. Vor allem gerade, wo ihr seid. Ich finde euch nicht mehr. Einfach an der Küste entlang. Du wirst doch schon sehen, wenn man. Ich bin immer noch am Rest. Ah, okay. André, ich wollte gerade sagen, André brutzelt hier, von daher wirst du uns schon. Naja, ich bin jetzt bei 70-40. Weißt du, Sanne, ich habe ja auch mal deinen Chat jetzt mal aufgemacht.
Genaue Koordinaten 73, 42, so. Mal gucken. Bist du gut? Bist immer noch voll, oder wie? Am besten geh ganz weit runter und lauf am besten am Boden lang. Und normal voll mehr ist nicht so schwer, oder wie? Ich hab's aber dir reingetan, das normale. Na, im Sumpf glaube ich nicht, dass der da ist, sondern dass der halt eher hier vorne in den Flussarm ist dann. Also irgendwas ist auch in den Büschen links von dir gestorben. Ich habe da bloß eine Zahl ploppen sehen. Ich weiß nicht, ob da was liegt. Ja? Ja, noch ein Stückchen rein. Also irgendwie habe ich da eine Zahl ploppen sehen. Ja, 88 Polymer. So, kommen wir da voll. Ich hab hier mal kurz ein bisschen aufgeräumt. Ich muss erstmal Gamma wieder wegschalten. Oh ja, das muss ich auch machen. April. Weil der müsste ja dann irgendwo hier drin sein. Ich guck mal, ob ich Gamma sind jetzt echt hilfreich geworden, muss ich echt sagen. Welche Shortcuts denn? Du kannst jetzt in den Einstellungen kannst du 2 Gamma-Einstellungen per Shortcut belegen. Okay. Warte mal, ich geb deinem Vogel mal ein bisschen Fleisch. Der ist halt verhungert oder was, denkst du? Nö, aber bevor ich's mit dem Pelagonus mitschleppe, hau ich lieber dir in den Wanst. Ich sehe keinen Otter. Doch, da hinten ist ein Otter. Der war zumindest schneller als ein Fisch. Vielleicht war es eine Fipsi. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Das ist ein Otter, ich sehe einen Otter. Da ist ein Otter. Otter! Wo bist du da? Hier ist ein Otter! Ja. Und, ah ja, Fipsi sind auch. Level 95 ist der hier. Das ist schon das zweithöchste Level. Und der hat Mate Boost, also müsste hier noch ein zweiter rumschwimmen. Und der ist Female, der 95. Heißt, wir nehmen den auf jeden Fall schon mal mit. Und dann müssen wir nur noch einen zweiten finden. Der müsste hier dann aber auch direkt sein, wenn der Mate boostet ist. Weil die sind meistens am Land und denken sich, ach, ich bin... Ja, hier. Da ist eine Fipsi. Ja. Sind 2. Ja, das sind die beiden. Das müsste dann auch der 105er sein. 105. Ja, dann nehmen wir beide. 105 und 95. Und mit denen machen wir dann Babys. Oder fliegen wir direkt zur Insel rüber. Und wenn wir jetzt gleich an der Insel sind, können wir an der Insel rüberfliegen. So, du musst Fisch holen, April. Ich sehe mich hier oben an der Kante jetzt keine mehr. In den Wald wollte ich nicht reinlatschen. Ja, das ist immer so ein Glückstreffer mit Drachen, wenn man die Viecher findet. Oder du gibst mir den Itchy Ordis und ich mach das. Hier unten, direkt hier unten am Strand. Quietsch. Wenn du magst, April. So, ich hänge mal bis ab, bis ihr fertig seid. Möchte ich nur Fußball landen. Du hast den gerade auf dich gepfiffen, ne? Ich hab gar nicht gepfiffen gerade. Hallo, Itchy, komm her. Ich hab gerade einen Fisch getötet, um auf Otter zu füttern. Wenn der mal stehen bleiben würde. So. So, 49% ist er schon. Hier lebt noch einer. Wo ist er denn jetzt hin? Vorsicht. Ja, ich brauche einen neuen Fisch. Gute lebt nicht mehr. Sind jetzt alle Pinguine erleuchtet? Oha, der verliert ja voll schnell. Taming-Fortschritt. Brauchen wir Perlen wieder? Waschen? Ja, okay. Eigentlich ist es ja Mist. Könnte man bei der Gelegenheit vielleicht einsammeln, wenn man nun schon mal hier ist. Und solange er das umwandelt. Ja, zum Glück geht der Konverter ja relativ schnell. Wie weit ist er? 94%. Ein Fisch noch, April. Und du hast geklaut. Dann haben wir den 105er. Ready? Mehr? Er ist fertig. So, ja, die Sammelrate merkt man schon. Das waren mal eben jetzt 60 Perlen. Hm. So, und das Mädel ja, gut, wir haben es ja hochgedreht, damit wir jetzt schnell die Bosse machen können. Immer. Eben. Ich ja. Den neuen Server werden wir auf jeden Fall ein bisschen runterdrehen. Hatten wir die Truhe hier schon gesammelt? Hier ist eine Explorer-Note. Ich hab alle.
Okay. Ich nehme schon mal einen Fisch mit. Ich hab mal so eine Mod ausprobiert, weil ich mal neugierig war, und da habe ich dann irgendwie durch Zufall alle auf einmal gekriegt. Der Otter hat den Fisch gefressen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es irgendwie ein Raum ist, wo man dann die Dinger einzeln durchgehen kann, aber da war nur eine einzige Kiste, wo alles übereinander gestapelt war, und die hat man gleich am Anfang aufgemacht, wenn man gejoint hat. Okay. Das wusste ich nicht, stand so nicht drin. Ich sehe den Otter gerade nicht. Wir müssen ihn aber finden. Ich weiß. Die müsste hier ja irgendwo chillen. Du. Boogie. Boah, da ist voll der fette Fisch, den nehme ich mit. 1,1 ist der. So, wo bist du? Oh, der Grill, da ist wieder Grillparty. Bei den ganzen Prime, was ich drin hätte, hätten sogar noch Prime grillen können, wie blöde. Hier ist ein Fipsi. Oh. Sind die auch manchmal an Land? Ja. Könnte ja auch sein, dass sie. Aber andere Frage, brauchen wir noch Prime? Nicht wirklich. 100. Hier. Ich guck mal ganz kurz mit dem. 19. Gut, wir haben schon 1000 Polymer gefarmt. Also ein Baby-Pinguin bringt teilweise mal 80, 90 Polymer. Da vorne ist nur ein Biber, sehe ich. Du hast dein Fisch ver... Nein, mein Fisch ist noch in meiner Hand. Oh. Was denn? Da lebt noch einer. Wie konnte das denn passieren? Sieht irgendwie aus hier wie die Putzfrau, die hier... Hey, der zieht das auch wie eine alte Putzfrau. Ohne Salmon. Wo denn? Hey, hast du ihn jetzt oder nicht? Der wollte unser Polymer klauen. April? Warte, ich hol ihn, wie dich sehen. Ich bin. Ja, wahrscheinlich hier um die Spitze drumherum sind doch wieder Pinguine, oder? Ich sterbe zwar gleich, aber. Viele. Warum stirbst du denn? Piranha. Oben oder unten? Unten lang. Oben könnten auch welche sein. Njong, Sturzflug. Njong. Oh, hier fängt die Leiche an. Ich komm mal zu dir. Du bist irgendwo vorne, ne? Ja. Wo sind denn Piranha? Die sind weg, die habe ich jetzt gefunden. Okay, dann nehme ich den zweiten Lachs hier mit. Ah, bist wieder voll. Oh, ist schon fertig. Mhm. Dann musst du den mit den Krallen von deinem Drachen nehmen. Ich weiß. Okay. Und dann machen wir jetzt Baby Otter. Dani kann's dann weitermachen, ich mach dann hier weiter. Ich nehm's doch gleich raus. Hast du ihn? Ja. Okay, der ist wirklich sehr schnell. Also für solche Sachen ist da nicht echt ideal, wenn man solche Späßchen mal macht. Wir müssen da lang. Guck mal, Quetzle. Was? Quetzi. Stell dir mal vor, wir hätten das SE mit Mantis gemacht. Weißt du noch, wie die Mantis damals abgegangen sind mit der Kettensäge? Ja! So, jetzt ist die Frage, wo ist der andere? Ums Eck. Ach ja, ich seh's. April, ich hab's. Ja, immerhin sind wir nicht so brutal und haben die Keule rausgeholt. Ich muss nochmal, Lulu. Siehst du mich? Nein. So. Dann ich bin unterwegs wieder zu euch. Ja, du dürftest jetzt eigentlich auch nichts kommen. Konverter hab ich eingepackt. Kannst du auch gleich wieder hinstellen. Bist du wieder voll? Gleich. So, hier steht er wieder vor dem. So, und oben liegen die nächsten drei Leichen.
Und da ganz oben sind auch noch welche. Oh, das sind noch mal 500. Ah, oh, das ist halt. Sag mal so, selbst wenn wir die Farmraten nicht hochgedreht hätten, wenn du jetzt durch 3 nimmst, wüsstest du, was wir so jetzt schon zusammen gefarmt hätten. Ja. Oh, der ist irgendwie reingeglitscht. Das muss ja schnell gehen, weil im Organic-Polymer war, sonst geht's ja kaputt. Ja, aber wir haben auch schon mal eine. Wie das? BB. Eine von den Sniper Rivals mal komplett mit Organic-Polymer mit 0,8 Farmrate gemacht. Ja. Kohle-Konverter selbstverständlich. Allerdings mit. Da hat man einen Kühlschrank mitgehabt, ne? Da hat man Quetzi mit Kühlschrank und einem Replikator obendrauf. Haben wir erst drei Kühlschränke voll gemacht mit Organic Polymer, dann haben wir das Eisen und alles reingetan und dann haben wir im Replikator das Ding gebaut. Also einer ist hier irgendwie runtergerollt. Ja, den kriege ich auch nicht. Wo ist er? Da oben ist er jetzt, wie ganz oben auf dem Berg. Ne, also ich bin schon wieder Richtung nächste Insel. Ich guck gerade mal. Ah, ich sehe dich. Da ist nix, aber hier müsste auf dieser Hühnergottinsel müsste was sein, ja. Hühnergottinsel? Na, die mit dem Loch. Warum hast du denn ein Hühnergott, wenn ein Loch da drin ist? Boah, Alter, was ist denn da alles oben drauf auf dem Kamm? Kennst du keine Hühnergötter? Ja. Okay! Ich seh's gerade auch! Hühnergötter sind Steine mit Löchern drin. Okay. Bin da. Ich den Konverter hier auf bei mir. Ja. Ja. Ja, ich habe keine Ausdauer. Achso. Kannst mal rausnehmen. Einer verpisst sich gerade ins Wasser. Ich habe das Otter-Dossier gefunden. Ach, hat es noch nicht? Doch, im Singleplayer, aber ich habe es gerade gefunden. Es gibt so eine tolle Seite, da sind alle Teleport-Befehle drauf und dann kannst du dich zu jeder einzelnen Chest hin teleportieren. So habe ich die gesammelt. Ich habe einen Großteil davon so gesammelt. Ja, ich hatte den Rest auf dem Server schon. Einen Mod da. Nee, ich hatte ja, so auf dem Server schon fast alle abgeflogen und als ich es jetzt im Singleplayer gemacht habe, hatte ich keinen Bock und da habe ich mich halt einfach hin und her teleportiert. Singleplayer brauchst du aber nicht, du hast ihn hier, wenn du auf dem Server hast, sie ja auch. Noch 16 Minuten. Ja. Baby Einhorn. Wir machen jetzt erstmal ein Otter-Baby. Boah, der hat einen roten Rücken, der Otter hier. Ich nenn dich. Ah, Sunny, ab ist da unten gerade, okay. So, direkt vor meiner Nase liegt noch einer und einer bei dir. Pfeif den mal ab, Äpfel. Wie sieht dein Inventar aus, Sunny? Sind sogar echt hübsch. Und hier ist noch einer. Okay. So, dann müssten wir die Insel leer haben. Und wie viel haben wir denn schon? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man was sehen. Da kann man nicht was sehen. 7, 8, 9, 10. Hallo. Hallo. 23 Stecks haben wir jetzt schon. Ohne das, was gerade Mörser ist. Und Mörser kommt. Sollte eigentlich reichen, ne? Ja. Wollen wir die eine Insel noch machen, die letzte, dann kommen wir zurück. Ja, wie schnell es durchgeschossen wird. So,
kann ich mal gucken, was ich jetzt als ich an Tech-Rezepte jetzt gekriegt habe bis jetzt. Komm gleich wieder, April, ich hole nur kurz einen Hut. Der Insel müssten die letzten Pinguine sein, bin ich der Meinung. Oh, haben wir die Ras ausgerottet? Ja. Die Erms. Oh, ich kann Deckreifel bauen. Da unten besser. Ich weiß nicht, waren oben noch welche? Nee, auf der anderen Seite aber. Ach, tatsächlich. Ich hab meinen Otter Smiles genannt und jetzt kriegt er einen Zylinder. Mhm. Bei jenem ist er jetzt? Eines südlich quasi. In die Richtung, die wir die ganze Zeit geflogen sind. Ah, ist gleich fertig. Ah, also dem im Spitzeberg. Du hast dein. Sie ist auf der nächsten Insel gerade aus, dann keine mehr? Nee. Die schon Insel ist interessanterweise aus. Immer leer. Die hat auch 23 Minuten gekriegt. Hä? Das war mal eine Pinguininsel. Dann war vor ja, eineinhalb guck Jahren. Mal, April! Warte, gleich! Hui! Ich muss erstmal mein Ichti wegbringen. So, jetzt dürfte hier auch nichts mehr zappeln. Ja. Und ja, am Ende baut der Mörs auf wieder. Bis dahin komme ich nicht. Okay, so voll schon. Ja, also das Ding ist fast voll. Inventory. Ich sitz leer. Ja, du musst gucken, wenn er auf meiner Schulter ist, jetzt. Hey. Ich entschuldige mich bei all meinen Zuschauern, die jetzt noch da sind. Ich hab dem Otter einen türkis-orangenen Hut aufgesetzt und hab ihn auf der Schulter. Und wir haben jetzt oh, das waren gerade nochmal 5 Watt Polymer. Und ein Otter-Baby. Ja, das kommt gleich. Ich bin überladen. Wo bist du? Also da. Warum haben wir Fertilized Dodo Eggs? Was sind denn Fertilized? Ja, befruchtete Dodo Eier. Bist du auf, ach so, ja. Ja, bist auf einmal abgezüchtet, oder? Ach, die letzten beiden Pinguine. Was habe ich denn für einen Mut? Oh mein Gott! Hast du die schon mal gelevelt, April? Ja, guck mal! Oh, du bist so knuffig. April hat ihm einfach den Chief Head aufgesetzt. Ich weiß schon, wieso ich immer einen großen Bogen um die Viecher mache. Warum denn? Gut, ich hab grad Standbild. Oh, ich will den Otter jagen schicken in unserem See. Haben wir schon gemacht. Ich so, nicht. Komm mit, ich brauche einen normalen... Ich bin ja noch im Spiel, oder, bei euch? Naja, du bist im Inventar von dem Ding geblieben. Das ist ein Bug. Wenn du zu viele Sachen craftest, dann ja, bleibt dein Spiel irgendwo meine Beine stehen. Nee, ich wollte gerade, ich war gerade Inventar vom Pit, ne, von meinem Tabichara. Ist egal, du warst zu lange in. Da sind keine Fische da. Also und wie lange Standbild? Boah, kann dauern. Da kann man jetzt mal draufhauen hier. Bam. Geh am, komm, wir machen Stachelschwein raus. Ich hab nichts mit Pfeilen mit. Ah, er bewegt sich wieder. Ah, ja. Auf ihn da, oder? Der hat mich geschlagen, oder du auch? Ich hab gar nichts gemacht hier. Hier sind keine Fische, nur eine Schildkröte. Und jetzt genau die Mütze wegschießen. So. Ja, ich denke, viel mehr könnte das Tabajara auch gar nicht mehr tragen, denn wir kommen langsam nicht an die Lastgrenze ran. Aber so. Denk dran, ey, du hast den schwangeren Otter, ne?
Nicht, dass dir das Baby von der Schulter... Würde wehtun. Aber was ist denn das hier für ein riesen Ölklumpen? Auf der Spitze. Ups. Kommen wir jetzt noch, oder kommen die so groß vor, weil ich so einen kleinen Vogel habe? Habt ihr die Hütte von Gamer Matze weggemacht? Yep. Unter anderem. Ja, hab ich mir gerade nur aufgefallen, weil ich hier lang bin. Wo seid ihr jetzt? Auf dem Heimweg. Okay. Ja, wir haben ein bisschen aufgeräumt, damit es den Server ein bisschen entlastet. Hier sind Haie, hier will ich keine Fische jagen. Alpha-Kano? Wo? Ja, die Insel. Ach, direkt am Wasser? Ja. Warte kurz, bis ich da bin, möchte auch noch ein paar EP haben. Ich weiß gar nicht, warum mein Tabitzar gerade so langsam ist. Auch wenn er schon 1,5 Tonnen gelevelt hat. Ah, ich sehe gerade einen Drache. Ist da der Alpha oder wir? Mhm. April? Ja? Komm mal bitte kurz hierher, mein Drache ist weg. Was? So, na dann, seid ihr da? Mein Drache ist weg. Wo bist du? Vorsicht. Da, wo Gamers mal. Ich häng gerade an der Wand, bisschen. War vorher. Warum haut denn der ab? Mein Drache ist einfach weg. Wo hat der denn gewohnt? Was? Die Flussmündung bei uns. Ja, Waldhäuschen. Boah, zum Glück habe ich die Sniper dabei. Hör doch jetzt mal auf zu jagen und bleib auf meiner Schulter. So, ah, jetzt noch ein normaler Kano. Ja, den hatte ich vorher weggeputzelt. Ich habe keinen Plan, wo der hin ist. Oma der Decker? Ich hab den abgestellt und er war weg. Oben an der Decke. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er fliegt da hinten irgendwo. Die cool. Pinguine sind ja schon wieder respawnt hier, ne? Mhm. Reicht aber trotzdem. Hab ihn. Oh, ich muss kurz mal landen, ich hab keine Stamina mehr. Nein, er will kommen. Gib den Tipp nicht an die Wand hängen, wenn der Stamina alle ist. Mhm. Setz dich hin. Weil er regeneriert ja nicht, oder? Doch, aber sehr, 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 sehr langsam. Warte mal. Soll ich dich auf Pineapple mitnehmen? Warte mal, Pineapple. Wo sind die? Ja, hier, hier, hier. Ja, ich hab'n. Ja, dann komm grad mal zwischen meine Beine, dann nehme ich dich mit. Das kleine Cookie. Das hört sich falsch an. Also bei so einem Angebot kann ich nicht widerstehen. Ja, dann komm. Du musst nur herkommen. Ja, April, ihr Vogel ist nicht schneller. Dann musst du aber auch mit dem Baby-Otter und dem Baby-Einhorn leben. Hm. Die sind bald da. Eine schwierige Entscheidung. Wir gehen doch ins Kloster. Das Einhorn ist sogar schon richtig fett. 6 Minuten. Ich kann dir ja auch mal mein Einhorn zeigen. April, der Otter folgt meinem Drachen. Weil du J gedrückt hast. So, ist abgepfiffen. Wo ist denn jetzt mein Otter hin? Wo ist Miles? Eins, Miles. Ja. Guck mal. Oh. Ja, wie viel Miles chillt zwischen den, die Morphodon, alles klar. Wie viele Plüschrecks ich hier sehe? Ja, die sind manchmal recht viele hier im Premium. Ein bisschen zu viel. Warte, bleib mal kurz da, ich muss mal mein Dingens. Oh, ein weißes Heilschwein. Level 150.
Nee, besser. Oh, ich muss schon wieder zwischenlanden. Mit was kann man nochmal Screenshot machen? F12. Ich muss deinen Screenshot von meinem Otter machen, das ging nicht an. Ist herrlich, wenn so ein Rudel Schweine da rumläuft, einfach mal reinblitzen. Egal welches Rudel da rumläuft. Bei einem Schwein besteht immer noch die Chance, dass es überleben sogar noch. Ja, weil sich gegenseitig wieder hochheilen. Mhm. Ist auch interessant, die rote Baronin ist einfach ein Bone-Quetzi. Ja, das ist mein Quetzi. Ein unangemalter Bone-Quetzi, wohlbemerkt. Ja, gut, wenn man den Skin abzieht, dann ist er rot. Also 13 Minuten Otterbaby und 4 Minuten Einhornbaby. Oh, guck mal, sieht das nicht süß aus, meine ich. Was denn? Ja, oh, guck mal. Ja. Wir haben die gleiche Frisur. Da, ihr beide seht noch besser aus. Hallo Alpha. Hi. Warum? Ich weiß nicht, das passt so. Die Bunny Ears und der Zuhälter mit dem Hut, hä? Ja. Was? Zuhälter mit dem Hut? Bubi ist doch gar nicht da. Nein, mein Otter ist mein Zuhälter. Ach so. Der sitzt immer auf meiner Schulter und passt auf, dass ja nichts schief geht. Und jetzt kannst du sagen, du stehst also auf kleine pelzige Dinge. Okay. Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich müssten die schon größer sein und am besten nicht pelzig. Dann ist das schon eher mein Ding, wenn die nicht pelzig sind und größer. Und dann immer diese beschämte Stille. Ja. Du bist so knuffelig. Solche, sowas muss man André, guck mal! Sickern lassen. Was denn? Guck mal! Ah, André hat ein Ziel gefunden, oh nein! Oh je. Werf die Granate! Die heilige Handgranate. Von Antiochia. Von Antiochia, genau. Wir müssen schnell die Tür zumachen, das Einhorn rein und verbarrikadieren, hä? Oh mein Gott, April, ich weiß, was wir ausprobieren müssen bei den Ottern. Komm mal mit. Nein, ich will's gar nicht wissen. Die Vampiraugen von meiner Miss Fluffy. Entdeckung, da kommt gleich ein paar Glasgranaten durchs Haus geflogen. Wir nehmen gleich die Tech-Granaten. Nee, der Hut ist besser. Komm, das ist voll creepy. Er kriegt wieder seinen Zuhälterhut. Der Hut ist das Beste. Sunny, hast du ein paar da? Du siehst eher aus wie so ein Zirkusdirektor. Nee, aber die Not macht erfinderisch. meinst du denn ACM oder wie? Nee, ich nehme einfach ein Holzfass aus der Raftmod, stopfe jede Menge Schießpulver rein und jag's in die Luft. Wen willst du denn in die Luft jagen? Nein, es ist auch niedlich, oder? Egal was, die Basis. Sunny, da kann ich ihr Mod empfehlen. André, soll ich dich erlösen? Atombombe. Achso, ich versuche gerade nichts. Die Admin-Waffenmod. Ob man sich selber erschießen kann? Wieso warst du One-Hit? Hast du keinen Helm auf? Nein, hab ich nicht.